Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, befinde ich mich gerade in meiner Küche und es ist schon relativ spät. Ich habe auch eben meine Haare gewaschen und ja, ich hatte in meinem Video, in meinem Haul-Video erzählt, dass ich mir extra so Förmchen gekauft hatte von den Cake Pops, weil ich damit mein neuestes Lieblingsdessert mal ausprobieren wollte. Und zwar geht es um Frucht in Frozen Joghurt. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Und zwar mit Bananen. Ihr könnt natürlich jede Frucht nehmen, die ihr möchtet. Und ja, wir fangen jetzt an. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das nicht so gute Licht und die nicht so gute Qualität. Aber ich denke, ihr werdet das, ja, eigentliche erkennen. Also, entweder so eine Cake-Pop-Form oder ihr nehmt einfach solche Gefrierbeutel. Ich habe jetzt das da, weil ich das jetzt neu gekauft hatte. Das kann man so auseinandernehmen einfach. Und ja, ansonsten nehmt ihr einfach Gefrierbeutel. Dann brauchen wir Naturjoghurt oder Naturquark. Das, was ihr lieber mögt. Ich nehme immer den hier von Schwäbchen. Dann brauchen wir ein Schneidebrett, einen Teelöffel, ein Messer zum Schneiden und eine Banane. Und wir fangen an, indem wir die Banane einfach klein schneiden. Das mache ich jetzt ganz schnell. Meine Bananen so geteilt. Also einmal in der Mitte durch und dann einfach klein geschnitten. Und ja, so groß mache ich die jetzt. Und jetzt machen wir gleich hier in diesem Teil der Form, also das ohne Loch, mache ich jetzt erstmal ein bisschen Joghurt. Dann lege ich da eine Banane rein und danach kommt wieder Joghurt drauf. Ich zeige euch das gleich. Einfach so ein bisschen Joghurt, gebe das hier rein. Und dann nehme ich einfach so viel Banane, wie ich denke, dass es okay ist, dass das dann auch später schmeckt. Und dann nehme ich einfach noch ein wenig Joghurt und gebe das einfach so da drüber. Und so fülle ich jetzt alles auf. Und dann kommt das Ganze in Kühlfach. Das habe ich alle gefüllt. Hier ist ein bisschen was übergeschwappt, das macht aber nichts. Und das kommt dann jetzt gleich mit Deckel in Kühlfach. Jo. So, das Ganze ist jetzt im Kühlfach und bleibt da jetzt ein paar Stündchen. Ich glaube, in 3 bis 4 Stunden sind die Dinger schon fertig. Bei mir bleiben sie wahrscheinlich jetzt bis morgen früh drin. Und dann werde ich euch das Ergebnis zeigen. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen Sprühsahne und Haselnusskrokant. Und ja, schmeckt super lecker. Ihr könnt natürlich das Süße hier weglassen. Und dann schmeckt es auch trotzdem super. Und ja, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust auf mehr solcher Videos habt, dann lasst es mich einfach wissen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.